Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Let's Play eines Horror-Games. Diesmal steht eine weitere Slenderman's Shadow-Map an, nämlich 7th Street. Und scheinbar tut unser Kopf weh, zumindest der Kopf unseres Charakters. Meiner ist noch topfit, hoffe ich zumindest. Okay, hier nochmal, wer das Ganze entwickelt hat. Immer noch, wer das Ganze entwickelt hat. Ich werde alle Slenderman's Shadows-Map spielen. Sanatorium habe ich ja schon gezockt. Und, Slender natürlich auch. Aha, und jetzt geht's los. Bin ich mal gespannt, wie 7th Street wird. Auch diesmal ist irgendwie nochmal heller. Also Sanatorium ist ja auch relativ hell. Okay, wir können wieder Licht an- und ausmachen. Hoppala, was ist jetzt mit der Maus los? Und sprinten können wir auch, okay. Gut, dann schauen wir mal. Momentan braucht man noch nicht unbedingt ein Licht. Weiß ich, vielleicht wird es ja auch noch irgendwie dunkler oder so. Ja, okay, hier in der Gasse, okay, hier ist dann doch dunkel. Das habe ich mir bei Sanatorium so ein bisschen gestört, da war es ja wirklich sehr hell. Sind wir hier, was ist da denn? Ach so, ich dachte, das wäre ein Bild, wo sich einer aufgehängt hat, aber nee. War nicht so. Gut, dann laufen wir mal hier durch diese Geisterstadt, in der niemand ist außer wir. Aber scheinbar hat hier mal jemand gewohnt, da hängt nämlich noch Wäsche. Okay. Die 89 klingen wir mal. Da jemand ist. So. Aha, da ist schon die erste Seite. Always watches. Er sieht uns also immer zu. Na, habe ich immerhin schon mal einen Zuschauer bei diesem Video. Auch wenn es der Slenderman ist. Ist hier in der Ecke noch was? Das wäre witzig. Ne, da ist nichts. Ist er da hinten schon? Ne. Das wäre jetzt auch ein bisschen schnell gewesen. Was gibt's denn hier so zu? Ein Café, oder kommen wir aber gar nicht rein. Es hat wohl ganz zu, dieses Café. Ja, okay, ja, Lampe ist an. Ich habe gerade überlegt, ob das Ding an ist oder nicht. Noch ist. Alter, was war das denn? Wie schnell ging das? Ja, natürlich, ich will nochmal. Hallo, ich habe Y gemacht. Wie schnell ging das denn? Hallo. Continue. Stück doch. So, nochmal. Keine Ahnung. Ich konnte irgendwie nicht nochmal spielen. Was weiß ich warum. Was, wie blöd war denn das gerade, bitte? Ist sofort gekommen, der Kollege. Der Slenderman. Also machen wir es nochmal. Ich kann hier keinen 2-Minuten-Part abliefern. Ja, bei wem gesponsert ist, wissen wir. Das haben wir schon gesehen. Gerade. Okay. Dann probieren wir es mal wieder. Weiß jetzt nicht, wieso der mich so schnell geschnappt hat. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr sprinten. Keine Ahnung. Also, 7th Street. Es hat mir an sich super gefallen. Also, zuerst mal besser wie Sanatorium, weil es hier eben wirklich dunkel war. Irgendwie war hier die Atmosphäre ein bisschen besser. Aber dass er mich so schnell erwischt hat hier, das passt mir ja nicht. Ist da hinten schon eine Seite? Nee. Wir sind doch hier am Anfang lang. Und dann. Oh, hier kann man noch Geld abheben. Und dann war hier irgendwo die Seite. Da sind wir, da hat er uns ja erwischt. Also müssen wir jetzt wieder die Seite finden. Weil die sind ja bei diesen Shadows, Slendermans Shadows immer an derselben Stelle. Also so war es ja zumindest mal bei Sanatorium. Oh, die haben wir noch gar nicht. Die haben wir beim letzten Mal aber nicht. Don't stop or it takes you. Ja, das merke ich. Sobald man hier einmal stehen bleibt oder keine Ahnung, kommt der einen holen. No escape. Das war aber auch nicht das, was ich gefunden hatte. Ist niemand. Wie ich jetzt hier durchsprinte, aber muss ich ja, sonst findet er mich sofort wieder. Aber jetzt haben wir relativ schnell schon 2 Seiten gefunden. Was ist unser Charakter? Was ist hier für ein Haus? Unser Charakter aus der Puste. Please. Nee, Palace Man. Was? Das war wohl die Beschreibung vom Slenderman gerade. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei der Sache hier. Na, Sackgasse!
Das ist nicht so gut. Ja, der Sound. Was ist denn da noch für ein... Irgend so ein... Wie nennt man das? Irgend so ein... Zischen... Ne, hier hat er uns so gefickt, der Slenderman hier waren, war. In diesem komischen Bus. Ja, aber hier nicht auch eben schon? Ich bin mir jetzt gerade irgendwie komplett unsicher, wo wir sind und wo wir schon waren und hast du nicht gesehen. Always watches. Das haben wir eben gesehen. Das hatten wir eben. Ja, genau. Da hinten bei der anderen Stelle noch. Okay. Schauen wir mal. Noch eins finden. Bevor der Slenderman uns wieder erwischt. Was halt am Himmel? Das war jetzt auch eben schon wieder so. Oh, wir können gar nicht mehr sprinten. Oh, ich bin viel zu viel gesprintet. Scheiße. Ah, ne, jetzt geht's wieder, okay. Aber nur ganz kurz. Dann warte ich jetzt mal länger. Das war eben auch blöd. Der hat uns sofort erwischt und wir hatten den vorher nicht einmal gesehen. Das ist irgendwie eine blöde Sache. Da vorne ist wieder eine Seite. Also, sind wir mal ordentlich und gehen hier vorbildlich über den Zebrastreifen. Und dann... Nämlich die Seite mit. Irgendwie hat die Maus sah ich schon. Takes over your mind. Das Licht, ein bisschen Verzögerung. Wenn man es ausmacht, geht sofort aus. Wenn ich es anmache, dauert es ein bisschen. Das habe ich jetzt genau in dem Moment angemacht, die Lampe, als ich... Das ist noch eine Seite. Don't stare. Ich habe die Lampe genau in dem Moment angemacht, als ich, gesagt habe, dass ich sie anmache. Okay, wir haben jetzt 6 Seiten. Das ist nämlich schon mal super gut. So, hier ist dieser... Da ist ja nichts, das weiß ich ja. Da waren wir ja letztes Mal schon. Dass man noch 2 Seiten findet, könnten wir vielleicht sogar schaffen. Komm, komm, komm. Da ist er. Da ist auch nichts. Da ist er. Er war auch nicht da. Vielleicht Ambus? Ne, auch nicht. Vielleicht mal wieder irgendwie mehr in die Mitte oder so. Ich renne die ganze Zeit außen rum. Na gut, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal in den Teil, aus dem ich gekommen bin. Ja, die 7th Street, da sind wir. 7th Street natürlich auch was für Deutsche sehr einfach auszusprechen ist. Auch nix. So, eben hat er uns schon nach einer Seite gefickt und auch diesmal haben wir ihn noch nicht gesehen. Ich befürchte, dass der gleich auf einmal auftaucht und wir haben verloren. Aber ich finde auch keine Seite mehr jetzt. Auch wenn wir, muss ich sagen, wir haben ja sehr schnell eigentlich Seiten gefunden. Ne, das ist auch eine Seite mehr. Ne, ich renne zu viel außen rum. Ich muss mal weiter in die Mitte. Oh, Licht geradeaus. Da ist noch eine. Nice. Nowhere is safe. So, eine Seite noch. Komm, das schaffen wir. Ich laufe mal wieder mehr mittig. Also, was ist für Sounds, ey? Kann ich sprinten? Scheiße, Mann. Komm, komm, komm. Wow, 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 wow. Ich hab den gar nicht gesehen. Wo war der? Scheiße. Ah, dieser Sound, ey. Ich dachte, da oben wäre was. Wow, wow, wow. Was geht denn jetzt ab? Alter Folter! Was war das denn? Wow! Oh. Puh. Mein lieber Scholli, ey!
Leckwitz! Boah. Also die erste Runde jetzt hier für den Anfang vom Party war natürlich kacke. Alter Falter, aber die zweite, die war wirklich. Ja, wirklich gut. Also die zweite hat wirklich Spaß gemacht, die zweite Runde. Ich denke, ich werde auch noch ein Part Seventh Street machen. Weil die zweite Runde war jetzt wirklich gut. Ich versuch's mal nochmal. Aber ja, wie gesagt, in einem extra Part dann nicht hier. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Über eine Bewertung, jetzt ist die Kamera verrutscht hier. Oh, scheiße, na egal. Über eine Bewertung und einen Kommentar würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt dran und tschüss.